Die Warnung der Polizei vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien bleibt vorerst weiter aufrecht. Seitens der Polizei kann man die Dauer noch nicht abschätzen. Der Verfassungsschutz hat nachrichtendienstliche Informationen erhalten, wonach ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant sein soll. Sollte eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehen, werde man sofort über alle verfügbaren Kanäle informieren. Als mögliche Anschlagsziele nannte die Polizei Kirchen. Laut den Ermittlern fanden mehrere Durchsuchungen statt, unter anderem von Fahrzeugen und der Garage der Technischen Universität. Das blieb aber ohne Ergebnis. Informationen zufolge könnten sich die Anschlagspläne gegen Einrichtungen der syrisch-christlichen Diaspora in der Bundeshauptstadt richten. Die Drohung soll sich gegen Syrer richten, die nach Österreich geflüchtet sind. Diese sollten, weil sie nicht als Gotteskrieger für den Dschihad in den Kampf zogen, bei einem Messebesuch ermordet werden. Alle Kirchen sind offen und die Gottesdienste werden wie üblich stattfinden.